Nachdem wir uns die erste binomische Formel grafisch angeschaut haben, wollen wir das auch mit der zweiten binomischen Formel machen. Wollen wir mal gucken, wenn wir a minus b quadrieren sollen, also das ist in Klammern, wir sollen es quadrieren, dann ist die Frage, was soll daraus werden? Wir haben eine Länge a, wir haben eine Länge b, die beiden zusammen, wollen wir jetzt nicht addieren, sondern wir wollen ja von a das b abziehen. Das heißt, wir nehmen das, was wir hier in grün haben, dieses b, genau diese Länge ziehen wir von dem blauen a einfach mal ab. Und wenn wir das machen, ne, wir sollen das ja quadrieren, das heißt, wir sollen es mit sich selbst mal nehmen. Wir gucken erstmal, naja, wir haben die blaue Richtung, wir haben die grüne, also die blaue Länge, die grüne Länge. Wenn wir von der blauen die grüne abziehen, bleibt das, was wir jetzt hier noch in orange haben, das ist dann das a minus b. Und das wollen wir einmal waagerecht und einmal senkrecht uns anschauen. Wenn wir das nämlich mit sich selbst multiplizieren sollen, dann ist es schön, daraus einfach ein Quadrat zu machen und sich davon mal die Fläche anzuschauen. Das, was daraus kommt, ist nämlich hier das orangene Quadrat. A minus b zum Quadrat. Na, a minus b mal a minus b. Dieser orangene Kasten, der liegt auf dem blauen, aber ist nicht ganz so lang und ganz so hoch wie der blaue Streifen jeweils. Also irgendwo da ein bisschen weiter mit drin. Denn weil wir von der Länge a das b ja abziehen, ist das Orangene etwas kleiner als eben nur das a Quadrat. Wenn wir jetzt a minus b zum Quadrat haben, machen das total viele so, dass sie sagen, dann kommt halt raus a Quadrat minus b Quadrat. Und genau das ist aber eben falsch. Das ist wirklich ganz klar, das ist falsch. Da so dürfen wir nicht rechnen. Wir müssen uns tatsächlich anschauen, was käme denn jetzt raus als Rechnung. Also auf der rechten Seite des Gleichzeichens wissen wir schon mal, darf nicht a² minus b² stehen. Wie würde es tatsächlich aussehen? Wenn wir uns das mal anschauen, wenn wir uns wirklich angucken, was ist das a². Das a² ist ja die blaue Länge mal die blaue Länge. Daraus können wir leicht ein Quadrat machen. Dann sehen wir, das ist unser a². Das, was wir jetzt hier blau markiert haben. Das wäre die Fläche von a². Das b Quadrat, ne, viele würden ja sagen, minus b Quadrat. Wir gucken uns mal an, was ist denn das b Quadrat? Das b Quadrat ist dieses grüne Kästchen da oben. Ne? Das ist halt einmal die Seitenlänge und einmal die Höhe, jeweils b. Und wenn wir die beiden miteinander multiplizieren, ergibt sich dieses Quadrat. Das ist dann halt eben die Fläche von b Quadrat. Ja? Und naja, wenn wir jetzt a Quadrat minus b Quadrat rechnen, dann packen wir dieses kleine Quadrat mal da rein. Das wäre dann also abgezogen, das wäre unser a Quadrat minus b Quadrat. Das heißt, das wäre das komplette blaue Kästchen, ohne das, was da grün ist. Aber eigentlich sollten wir das orangene Kästchen hinpacken. Und damit stellen wir schon mal fest, es ist nicht das gleiche. A minus b zum Quadrat, also das orangene Kästchen, ist nicht das gleiche, wie wenn wir a Quadrat minus b Quadrat rechnen. Hier schon mal durch die Zeichnung bewiesen, dass das so schon mal nicht passen und stimmen kann. Jetzt ist die Frage, wie machen wir es stattdessen? Naja, denken wir uns das Grüne nochmal kurz weg und überlegen, wir hätten ja hier, was ich jetzt rot umrande, einmal waagerecht ein Rechteck, das die Seitenlängen a und b hat. Das ist einmal a mal b, wäre der Inhalt hiervon. Und wenn wir das Ganze senkrecht machen, hätten wir auch nochmal Seitenlänge a mal Seitenlänge b. Also a in diesem Fall aber senkrecht gelesen und b dann eben waagerecht. Ne? Die Breite von b und die Höhe von a wäre das, wenn wir das Ganze senkrecht sehen. Wenn wir das jetzt abziehen, dann haben wir zweimal das Kästchen ab, das wir da abziehen. Ja? Das Ding ist nur, dass dieses grüne b², dieses grüne Kästchen dort, das wird ja zweimal abgezogen. Einmal vom waagerechten, einmal vom senkrechten. Also somit genau einmal zu viel. Wir sollen es ja nur einmal abziehen. Wenn wir also zweimal das AB abziehen, zweimal dieses blaue Kästchen, dieses blaue Rechteck, wenn wir das zweimal abziehen, haben wir einmal zu häufig dieses grüne Kästchen dort mit abgezogen. Und das müssen wir einmal wieder raufpacken, dann ist das wieder ausgeglichen sozusagen. Deswegen muss es zum Schluss nochmal heißen plus B Quadrat. Das heißt, A Quadrat, das ist das blaue Kästchen, minus zweimal dieses A mal B, das ist zweimal das blaue Kästchen, und dann einmal nochmal draufpacken, dieses b², also dieses Kästchen einmal nochmal raufpacken, dann ist es wieder ausgeglichen. Und dann haben wir am Ende nur noch übrig, genau das, was wir wollten, unser orangenes Kästchen, das da heißt a minus b und das eben zum Quadrat. Deswegen ist die zweite binomische Formel a minus b und das zum Quadrat gleich a² minus 2 mal ab und dann plus b². Ist hoffentlich auch durch die Zeichnung und die Vorgehensweise etwas deutlicher geworden. Mathehilfe 24. Mit uns kannst du rechnen.
Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würden wir uns sehr darüber freuen, wenn du einen Daumen oben da lässt und unseren Kanal abonnierst. Damit hilfst du uns natürlich sehr. Wir sind regelmäßig dabei, neue Inhalte zu produzieren und das geht natürlich nur eben mit eurer Unterstützung. Wir brauchen euch, die ihr das Ganze guckt und natürlich auch liked, teilt und abonniert. Vielen Dank für eure Unterstützung.